Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary. Heute gibt es ein tolles Unboxing von der Fairy Box des Monats Juni. Wenn ihr sehen möchtet, was die neue Fairy Box alles so in sich hat, dann bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gern einmal hier unten. Das ist für euch kostenlos und ihr tut mich damit ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, auch diesen Monat hat mich die tolle Fairy Box erreicht. Wie ihr wisst, bin ich ein Riesenfan dieser Box. Deswegen starten wir auch direkt mit dem Unboxing. Ich zeige euch, was die Juni-Box wieder in sich hat. Denn das Tolle ist bei der Fairy Box, das einmal kurz auch am Rande, das ist eine monatliche, ja quasi Abo-Box, die ihr ganz flexibel abschließen und auch kündigen könnt und ihr habt immer einen Warenwert von mindestens 50 Euro in dieser Box. Das Tolle ist, die beinhaltet immer ja richtig tolle Naturkosmetikprodukte, aber es sind auch manchmal Lifestyle-Produkte dabei, sei es im Bereich Food, gewisse Sachen, Gewürze, Kekse hat mir schon dabei, Schokolade hat mir schon dabei. Also wirklich immer Produkte, die man super cool auch wirklich ja verbrauchen kann, die man verschenken kann. Ich bin ein riesen Fan von der Box, das wisst ihr ja. Und deswegen starten wir jetzt auch direkt. Ihr seht schon wieder, die Kiste sieht wieder richtig schön gepackt aus. Sie ist auch diesmal wieder ein bisschen schwerer, muss ich dazu sagen. Auch das, die Kartonage, die Verpackungsmaterialien sind wie immer aus recycelbaren Materialien hergestellt, damit ihr das auch einmal wisst für euch. Ich werde euch auch den Link von der Fairy Box unten in die Infobox packen. Dann kommt ihr direkt zum Shop, falls ihr euch ein bisschen ja, informieren möchtet, euch überlegt, vielleicht die auch zu bestellen. Das lohnt sich, denn die haben wirklich immer mega coole Produkte drin, die zeige ich euch ja auch und die sind bei mir auch wirklich ja jeden Monat in Benutzung. Ich verschenke davon auch super gerne was. Es sind wirklich auch nachhaltige Produkte, die Produkte sind vegan, es sind oft auch Produkte, die in Deutschland hergestellt werden und auch wirklich Marken, die man vielleicht so noch nicht kennt und dadurch auch kennenlernen kann. Das mag ich am allerliebsten daran. Deswegen starten wir jetzt auch direkt wieder und lüften das Geheimnis aus der Juni-Box. Ihr wisst das, der Juni ist für mich ein besonderer Monat, das ist mein Geburtstagsmonat und auch der Monat, in dem mein ältester Sohn geboren ist und es ist so für mich der ja, richtige Sommermonat, wo es so richtig losgeht mit den wärmeren Temperaturen und das ist das Coole bei der Fairy Box, dass sie auch immer so auch ein bisschen auf saisonale Dinge achtet. Das ist immer auf den Zeitraum auch so ein bisschen ausgerichtet und hier so wie es hier schon steht, das passt natürlich perfekt, Juni, der Sommer kann kommen. Genauso sehe ich das auch und ich sehe schon das erste Produkt. Das ist das Coole bei dem Produkt, bei dem Kärtchen, was ihr dabei habt, da habt ihr direkt auf einen Blick auch die Produkte, die mit enthalten sind und habt auch direkt ein paar Tipps, wie ihr die Produkte anwenden könnt und was die so für eine Wirkung haben. Was auch immer richtig schön ist, ist, dass ihr an der Seite von manchen Marken ein paar Flyer dabei habt, wo ihr euch so ein bisschen belesen könnt, wo so ein bisschen mehr erzählt wird über die Produkte, über die Shops. Sehe ich hier gerade nämlich schon von zwei Shops, ist wieder ein Kärtchen dabei. Lese ich mir mal sehr, sehr gern durch. Natürlich hat man auch noch so ein bisschen mehr Inhalt dann auch zu den einzelnen Produkten. Und ja, ich würde jetzt auch direkt starten mit dem ersten Teil, was ich in der Hand habe. Und auch was die Verpackung angeht, wie gesagt, das ist nicht nur recycelbares Kartonagematerial, sondern auch das Filmmaterial sind immer diese Maischips. Da ist auch immer so ein kleiner Zettel. Ich gucke mal, ob ich den finde. Oder es so ein bisschen erklärt ist. Also ihr könnt euch da wirklich so ein bisschen auch Infos immer dazu holen. Ich habe das extra so ein bisschen rausgenommen, damit es gleich ein bisschen schneller geht im Video. Genau, das ist auf jeden Fall, Grünchips Fairy Box. Das sind Flurpak Bio 8, aus natürlichen Rohstoffen geworden, umweltfreundliches Füllmaterial, 100% Maisstärke und Wasser. Genau, problemlose Entsorgen über die Biotonne oder den Kompost möglich. Also so könnt ihr das entsorgen. Ich hebe es immer auf, weil ich damit auch immer, wenn ich weiter Geschenke und so verschicke, das darf ich immer weiter benutzen. Deswegen, bei mir kommt das in so einen großen Karton, da fülle ich das dann immer rein und benutze es einfach weiter. Aber falls ihr es entsorgen möchtet, jetzt seht ihr auch gerade, wie problemlos das Ganze geht, ihr Lieben. Das erste Produkt ist auch das, warum wahrscheinlich die Kiste so schwer war. Und es ist auch eine relativ große Flasche von der Marke Urtekram. Nordic Beauty Start Over Moisturizing Body Lotion Sweet Ginger Flavor. Sehr cool. Ist ein veganes Produkt, 100%ig natürlich. Und das ist eine relativ gute Größe, das ist eine sehr große Größe, 245 ml. Ich werde dann euch auch mal dran schnuppern. Oh ja, es riecht sehr intensiv nach Ingwer. Es riecht aber sehr angenehm. Es riecht auch sehr frisch. Sweet Ginger Flavor. Also hört sich schon mal sehr cool an. Wir werden jetzt natürlich ein paar Infos aus dem Kärtchen dazu holen, ihr Lieben. Und zwar ist das genau eine Urtekram, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sweet Ginger Flower Body Lotion. Eine Originalgröße. Und das Produkt kostet UVP 10,49 Euro. Eine schnell einziehende Body Lotion für seidig weiche Haut. Ideale Pflege für normale bis trockene Haut mit Bio-Ingweröl, Bioölen wie Jojoba, Oliven, Aprikosenöl sowie Shea-Butter nährt die intensiv sonnengestresste Haut.
Perfekt für mich, weil ich echt sehr viel im Moment im Garten bin. Perfekt für heiße Tage, umhüllt der frische Duft aus Ingwer, Ingwerblüte und Patchouli. Der Duft ist wirklich richtig toll. Es riecht ein bisschen kräuterig, aber ich mag das ja schon mal ganz gerne. Gerade jetzt im Sommer, wo es so warm ist. Richtig tolles Produkt, werde ich definitiv ausprobieren. Das finde ich schon mal richtig cool und es ist eine sehr gute Größe. Und was ich noch klasse finde, ist, dass es mit einem Spender kommt. Gerade für mich ist das immer sehr praktisch, weil dann kann ich draufdrücken, so viel rausziehen, wie viel ich möchte. Weil bei den Tuben habe ich das ganz oft, dass dann zu viel rauskommt oder zu wenig. Das ist dann auch mal ein bisschen doof, ihr Lieben. Das nächste Teil ist wieder was im Bereich Food. Und ich muss echt sagen, in der letzten Box waren so kleine Herzkekse drin. Die waren so lecker. Mein Sohn hat die mitgegessen, sagt auch Mama, die sind so lecker gewesen. Deswegen, also auch die Food-Produkte finde ich immer richtig klasse. Und das ist jetzt in dem Fall ein Himbeerdressing für den Salat. Gewürzzubereitung für Salatdressing. Das hört sich aber lecker an. Und zwar ist das, glaube ich, dieses Mal wieder von der Marke Lebensbaum. Da hatte ich schon öfter Tee von dabei. Der war auch sehr lecker. Das ist nämlich der Goodie, der in der Verpackung, also der in dieser Box dabei ist. Hat einen UVP-Preis von 1,79 €. Und hier steht also auch, für was man das benutzen kann. Sommerlichen Feldsalat zum Beispiel. Eine Gewürzmischung mit Himbeere, rote Beete und Orange. Eignet sich perfekt für Sommersalate. Das hört sich sehr lecker an. Das werde ich natürlich ausprobieren. Könnte ich mir auch super gut mit Rucola oder so vorstellen. Das hört sich sehr lecker an. Werden wir austesten. Und ich sehe gerade, das sind mehrere. Das sind 1, 2, 3 Sachets. Ja, da kann man auf jeden Fall leckeren Salat mitmachen. Ich bin gespannt. Werde euch auf jeden Fall berichten, wie es dann so geschmeckt hat. Das nächste Produkt ist ein Produkt von der Marke Bergland Probiotik. Und da hatte ich letztens schon eine Augencreme dabei. Die fand ich auch sehr gut. Das ist ein Reinigungsfluid. Beauty Aging nennt sich das. Probiotik Hyaluron, also auf jeden Fall auch wieder sehr cool. 50 ml ist auch eine gute Größe. Guck mal, was das Ganze kostet. Ist eine Originalgröße, 50 ml, 22,95 € sei der Preis für morgens und abends auf die Gesichtshaut auftragen, sanft einmassieren, gründlich abspülen. Ein harmonisierendes Reinigungsfluid reinigt besonders sanft und stärkt dabei das Hautmikrobiom. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das hört sich klasse an, hört sich auch auf jeden Fall sehr mild an. Das kann ich gut gebrauchen. Und ja, die Augencreme, wie gesagt, war sehr, sehr cool von denen. Deswegen testen wir das natürlich auch mal aus, ihr Lieben. Also hier haben wir auch wieder was Bereich Skincare dabei. Das meine ich halt, ihr habt immer richtig gute Produkte. Das nächste Teil ist ein kleines Produkt. Und zwar von der Marke, also das nennt sich Cosmos Natural Cellular Repair. Diana oder so? Ich hoffe, ich spreche es richtig raus. Aber wir werden uns mal das Ganze jetzt natürlich in der Produktbeschreibung mal anschauen, was das Ganze heißt. Genau. Diana Serum. Originalgröße 2 ml ist ein Serum. Diese ultrakonzentrierte Hyaluronampulle repariert geschickte Zellgewebe, eignet sich auch für empfindliche Haut und dunkle Augenringe. Oh, cool. Kombination aus Reishi-Vita-Pilz, Chlorella-Algen, Seetang, Traumkerne, Kakaobutter mit Vitamin E macht diese Ampulle zum Skin Superfood. Tipp morgens die halbe Ampulle sanft unter den Augen einklopfen und abends den Rest. Das werden wir doch mal ausprobieren. Ist auch wieder vegan und kostet UVP 2,99 €. Für so eine hochwertige Ampulle finde ich das auch völlig in Ordnung für ein Naturkosmetikprodukt. Ich gucke mal, ob ich das aufkriege, um euch die mal zeigen zu können. Ampullen habe ich jetzt schon länger keine benutzt. Deswegen, da ist sogar ein Öffner direkt dabei. Sehr cool. Da haben wir sie einmal. Und da ist auch direkt dann der Ampullenöffner mit in der Packung dabei. Die hebe ich eigentlich immer auf. Ich habe zwar, glaube ich, 2, 3 Stück zu Hause, aber es ist natürlich praktisch, wenn man den dann auch direkt dabei hat. Sehr cool. Also da freue ich mich drüber. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich mal so einen Beauty-Mittag mache. Ja, auf jeden Fall Cellular Repair. Hyaluron-Ampulle ist auch dabei. Dann haben wir das nächste Produkt. Das ist auch ein etwas schwereres Produkt. Von der Marke NIOC Natural Cosmetics. Natürliches Deodorant 2-in-1 Schutz in der Duftrichtung Cool Mint ohne Aluminium und plastikfreier Glasriegel. Auf jeden Fall ist es Glas. Das hört sich schon mal, hört man auf jeden Fall auch. 100%ige Naturkosmetik, 40 ml. Da werden wir natürlich auch mal schauen, was das 2-in-1 vor allen Dingen bedeutet. Das interessiert mich natürlich auch. Genau, das ist eine antitransparente Deo-Creme 2-in-1, Originalgröße 40 ml, erbsengroße Menge, mit den Fingern unter den Achseln verteilen, Geruchs- und Schweißhemd. Dass es Schweißhemd ist, finde ich sehr gut, weil jetzt, wo die warme Zeit bei mir wieder anfängt, wo es losgeht, muss ich sagen, da muss ich auch mal ein bisschen schauen. Stressige Situationen bewahrst du zukünftig mit Cool Mint nicht nur einen kühlen Kopf, sondern auch eine kühle Achsel. Der Minzgeruch von Cool Mint hält dich langanhaltend frisch, so kannst du jeden Morgen sorgenfrei und sicher in den heißen Sommertag starten. Also ist sehr cool gemacht.
das ist wirklich alles, alles Produkte jetzt auch für die Sommer, warmen Sommertage. Ist ein veganes Produkt und UVP-Preis bei diesem Produkt ist 8,79 Euro. Und ich glaube auch, dass das hier der Flyer dazu war. Genau, von der Marke Neok, da gibt es nämlich ganz viele. Hier könnt ihr es ganz gut erkennen. Wir haben jetzt hier die Cool Mint-Richtung. Ihr seht, da gibt es ganz viele verschiedene Sorten von. Ich sehe gerade auch andere Duftrichtungen. Sehr cool. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Fester, natürlicher Deo, genau, Deo-Schutz. Das ist auf jeden Fall was, was man ausprobieren kann. Gerade jetzt zur warmen Jahreszeit, ihr Lieben. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und das ist ein ganz, ganz süßer kleiner Beutel, wie ihr seht. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Gucken wir mal rein. Oh, das hört sich an. Das, ja, ich wollte gerade sagen, man hat es schon gerochen. Das ist ein festes Seifenstück, genau. Lemongrass. Das riecht ganz toll. Ich liebe Zitrone und auch so, ja, genau, Zitronengras im Sommer. Vor allen Dingen riecht das richtig toll. Savon de Midi ist es französisch. Es ist oft, dass Produkte auf Französisch dabei sind. Ich bin da leider nicht so belesen. Ist auf jeden Fall auch ein Produkt, was in Frankreich hergestellt wurde. Steht auch drauf. 99,97 Natural. Genau. Ja, wir werden uns natürlich das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Hat auf jeden Fall auch eine gute Größe. Sind 100 Gramm nämlich. Und zwar ist das... Genau, Savon de Midi Lemongrass ist eine Seife, eine Originalgröße 100 Gramm. Und zwar, genau, praktisch, im praktischen Säckchen kann die Seife gut aufgeschäumt und auch in der Dusche aufgegangen werden. Das ist natürlich praktisch einfach in den Sack reintun. Und dann kann man das als Dusch, genau, Seife nehmen. Seife sollte nach dem Gebrauch trocken lagern. Baumwolle bis 60 Grad waschbar. Bio-Zero-Plastik, also genau, der Beutel kostet 2,50 Euro und die Seife selber kostet 2,50 Euro auch. Das ist ein veganes Produkt und für die Herstellung werden, aus der Provinz ausschließlich pflanzliche Öle aus kontrolliertem biologischen Anbau verwendet. Genau, mit Sheerbutter, natürlichen Pigmenten und ätherischem Lemongrasöl. Feste Seife fürs Klima ist natürlich echt ein auch nachhaltiges Produkt und die riecht richtig toll. Die Seifen gebe ich meistens meiner Mama, weil die sehr gerne Seife benutzt und die riecht aber wirklich richtig, richtig toll. Steht hier auch, dass genau, wenn man das jetzt diese Seife als Flüssigseife umrechnet, ist das ungefähr 200 Gramm Seife, entspricht circa einem Liter Flüssigseife. Es ist schon heftig, wenn man das ein bisschen bedenkt. Riecht auch richtig toll und die werde ich wahrscheinlich meiner Mama schenken. Die wird sich sehr freuen. Es riecht auch richtig schön frisch. Wieder eine richtig tolle Auswahl an Produkten. Ich kann euch auch mal den Gesamtpreis sagen. Wir liegen beim Gesamtpreis von, also Gesamtwert von 52,01 €. Das heißt, wir haben wieder über 50 Euro Warenwert dabei. Plus die 1,79 €, die das Dressing kosten würde. Eine sehr, sehr schöne Box, wie immer eine schöne sommerliche Box vor allen Dingen, ihr Lieben. Wenn ihr da Interesse haben solltet, schaut sehr gerne bei Fairybox vorbei. Ich werde, wie gesagt, den Link für euch unten in der Infobox packen. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne mal schreiben, ob ihr die Box schon kennt, ob ihr die Produkte vielleicht schon kennt und ja, das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben oder welches Produkt ihr auch interessant findet. Das interessiert mich natürlich auch. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!